Give me medicine, please. Ist eine Wand zum Aufreißen, das machen wir später vielleicht. Also ein Achievement habe ich ja schon bekommen, weil ich die ganzen Autoscheiben kaputt gemacht habe, die wir gefunden haben. So, kann ja sein, dass hier ein ganzer Spiegel ist. Yo. Das würde ich als Waffe nehmen. Weg mit diesem komischen Stock, den du da hast. Woher weißt du, dass da ein Vogel reinkommt? Guck, das ist so wieder dieses merkwürdige Ding. Also, das da ist eine Taube. Mit dem Huhuhuhuhu. Und das da ist ein... Naja, das war mal eine Ente, ein Schwan, ganz. Naja. Sieht aus wie eine Flöte. Ja, ja, von oben, ne? Aber es wird sowas wie eine Waage halt sein, wegen dem mittleren Ding. Und dann kannst du halt irgendwie wahrscheinlich hier das rechte, kannst du halt in die Mitte tun. Es wird aber sowas nur in der Art sein. In der Art. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel, einen Vogelschlüssel. Den kriegen wir bestimmt aus dieser Waage da raus. Der spawnt dann wieder. In your anus. Naja. Gut, nachdem wir dann keine Medizin gefunden haben, gehen wir mal hier die Wand öffnen. Toll. Wenn dann der Typ aus dem Zimmer 300, was war das? 7 fragt, wie er zum Klo kommt. Oder er ruft an, dass er Klo verstopft ist. Und der Praktikant so, ja, ich komme ja. Oh. Ja, weitersuchen. Los jetzt. Ich hoffe, du hast alle Impfungen. Ui, jetzt sind wir wieder in dieser anderen Welt. Vogel, du Vogel, du Vogel. Siehst du, das ist eine Taube. Eine fette, hässliche Taube. Die Ratten der Lüfte, hat mein Opa mal gesagt. Ach Mann. Jo, der kann straight schießen. Das ist mir neu. Hast du das gesehen? Ah, jetzt weiß ich wieder, woher ich das hab. Dieses, hast du das gesehen? Das kommt bei mir nämlich im Brain von diesem Kind von Shorty aus Indiana Jones. Genau, Shorty hieß dieses Kind. Junge, ich kann mir keine Namen merken. Ich brauche ein halbes Jahr, um 30 Namen von meinem Arbeitskollegen auswendig zu lernen. Ne? Von neuen, wohlgemerkt. Nur so 10 oder so. Aber... wie aus dem Film der Skinties, was ich vor 20 Jahren gesehen habe. Kenn ich auswendig. Schau mal, Bambi, ein Baum. Vogel! Nein, Bambi, das ist ein Baum. Vogel! Da gibt's auch dieses Schau mal, Bambi. Das ist ein, da ist ein Flugzeug. Ja, Vogel! Lol, keine Ahnung, warum ich das kenne. Oh, hier können wir nicht raus. So, das sind noch auf dem Klo. Immer gründlich umsehen, wird mir eben gesagt. Ja, genau. Oh, warte mal, wir sind ja fast dead. Wir haben rechts unten dieses Plus stehen. Deswegen läuft er auch so, wie ein Drunk Dude halt läuft, wahrscheinlich dann. Ja, wir werden jetzt sterben wahrscheinlich, ne? Tut mir leid. Ein Hit, ich bin dead. Wir müssen halt den Uhrzeiger einsetzen gehen, da ist ja auch der Speicherraum. Na? Ah, 209.
Vielleicht finde ich hier was. Ich habe gerade geguckt, ob bei mir in Discord jemand reingejoint ist. Das könnte auch nur Ignaz. Und ich glaube, Tanja kann das auch. Mods von mir halt, ne? Die könnten zum Beispiel auch da reinjoinen und sagen, ja Tom, dein Mikrofon funktioniert gerade nicht, ne? Fix das mal. Ja, ey, jetzt nimm die Ammo. Die wir niemals verwenden werden. Nee, Spaß, ich zwinge mich schon ab und zu dazu, sie zu verwenden, wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich. Ey, wir brauchen unbedingt was für zum Leben regenerieren. Es kann nicht wahr sein. Dieses Lampenflackern haben wir tatsächlich eigentlich nur, wenn da ein Gegner ist. Aber Radio sagt... Ah, das ist genau mein Humor. Bei meiner Arbeit haben wir einen Heizungskeller. Das ist so ein 30, 40 Meter gezogener Raum. Da sind auch andere Maschinen großflächig drin, ja. Also, der ist komplett dunkel. Da ist kein Licht. Da musst du erst zum Lichtschalter gehen drin. Und der ist, das ist halt so wirklich, wie man sich es in einem Horrorfilm vorstellt, da wo ich den Weg rein kenne. Es gibt auch andere Eingänge natürlich, aber du kannst mit dem Aufzug da runterfahren. Das heißt, du fährst runter, die Türen gehen auf, es ist komplett dunkel. Überall Geräusche von der Heizung und vom Aufzug, die Mechanik und alles drum und dran. Aber ansonsten ist es schwarz. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch übel geil, wenn du so eine Puppe, ne? Am Ende des Ganges irgendwo, ne, brauchst du eine LED, die dann flackert allerdings, ne? Aber irgendwo verteilst du dann eine Puppe. Die steht dann da irgendwo. Und dann, wenn du dich da so lang bewegst und auf einmal diese Puppe berührst, Junge, du kippst wahrscheinlich direkt tot um. Nee, ich meinte, da brauchst du dann nicht mehr Kaffee trinken an dem Tag und wahrscheinlich auch nie wieder, ne? Aber, ja. Meine Arbeitskollegen fanden das nicht so amüsant wie ich. Kannst du mir da nicht erzählen, dass hier in der Küche nichts zu öffnen ist? Wir brauchen so unbedingt Medic. Wenn ich jetzt weiterlaufe, dann sind wir dead halt. War's das? Haben wir jetzt nur das hier. Ach man, ja geil, dann ist das jetzt so. Moin. Ja, endlich was Ammo. Ich werde schon immer mal noch mehr Pistolenkugeln besitzen. Links neben mir muss ein Gegner sein, also hinter dieser Wand. Und trotzdem auf. Ich komme ja bestimmt nicht da durch. Das ist cool. Nachladen brauche ich auch nicht anscheinend. Wie der geht. Oh, ist das schön. Ausrüstung. Dieses. Oh, Medizin. Ist das ein Bait? Nee, okay. Schön in der Kimmer dann wieder den Gegner. Give me potions! Boah, geil. Voll das Ding auf Ex zu trinken, das kann auch nicht gesund sein. Egal was da drin ist, das ist auch safe schon übermedikamentiert dann. Instant. Aber wir müssen jetzt Half-Life. Aber wir haben so viel gefunden, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Mein Bauch ist voller Schoki. Der hinkt wer.
Ja, kann ja da stehen bleiben so lange, ne? Aber das ist auch wieder richtig fies. Boah, sag mir nicht, dass wir da lang müssen. Boah, ich dachte, wir können hier weitergehen. Na gut. Natürlich sind jetzt zwei. Ich bin ausgewichen, extra ist ein Mann hinter mir. Das war's. Schade. Ich bin dem anderen hinter mir extra ausgewichen bei, nach meinem Schlag auf den. Aber es hat nicht gereicht. Ach man. Jetzt sind wir dead. Wisst ihr, wie viel wir wieder machen müssen? Ich weiß schon nicht mal mehr, was wir alles machen müssen. Deswegen hatte ich richtig Schiss davor. Ach, als wir ins Klo gepackt haben. Da war das Game so nett und hat gespeichert für uns. Vielen Dank. Dem Viech sind wir hinterher gesprintet. Machen wir diesmal nicht. Ah ja, wir haben trotzdem auch erstmal den Vogel genommen. Vogel! So, selbe Song nochmal, selbe Song nochmal. Sei dir erlaubt, dich selber hochzujagen. Hey, Vogel einsetzen. Hm, komisch, der Zeiger passt da nicht drauf. Können wir mit dem Zeiger das hier öffnen? Das wäre so lustig. Imagine, das probiert dann keiner aus. Weil, warum solltest du mit einem Minutenzeiger versuchen, eine Tür zu öffnen? Tür einfach eintreten? Nein, das wäre viel zu leicht. Dasselbe hier hinten bei dem einen Rätsel, um nach oben zu kommen, einfach über den Wäschekorb steigen. Nee, 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 nee. Nicht so mit dem Charakter hier. Das wäre ja wirklich viel zu leicht. Jetzt muss ich halt alles wieder sammeln, was ich eben gesammelt habe, ne? Mindestens. Hier war aber nichts. True. Warum das? Das ist ja wirklich creepy. Hat es ja for real gut gemacht. So eine Stimme im Ohr. Hat schon immer was Unangenehmes. Also es kommt drauf an, wie man das macht, ne? Wenn man dann was Süßes oder was Erotisches oder so erzählt, aber sie macht immer nervige Sachen. Moin. So lädt man nach. Oho. Kann man das hier kaputt schlagen? Fällt mir gerade ein. Das habe ich gar nicht ausprobiert, glaube ich. Oh Gott. Das ist nämlich dieser Rückenteil von diesem anderen schwankranig, unförmiges Figurenteil. Sei ja. Gesammelt, unförmiges Figurenteil. Ja komm, wir probieren es nochmal so, aber es könnte gut sein, dass ich das nicht schaffe, weil wir, wie gesagt, immer noch nichts zum Heilen haben.
Ah, jetzt habe ich schon wieder die Waffe rausgezückt. Ey. Das wäre unser Ende gewesen. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt sind wir schon wieder in diesem Kerk-Zustand. Ein paar Gläser kaputt daran, ja. Da war das Vogelding. Dann nicht. Das wollte ich ja auch gar nicht, haha. Oho. Vielleicht einfach. Oh. Jetzt kommen wir da gar nicht mehr rein, okay. Und da mussten wir ja auch rein. Und da waren zwei, wir haben den gleichen HP-Zustand. Bin da, sorry, bin eingepennt. Ja, ja, das war ja der Plan. Nur, dass du wach bleibst, wirst irgendwann, war ja der andere Plan. Ist aber nicht so schlimm. Hab trotzdem angefangen, wenn's okay ist. Es ist giga gruselig mittlerweile geworden, was? Also nichts verpasst im Endeffekt. Doch wir haben ein sehr kontroverses Thema eben gesehen. Was dieser Pylonentyp, also der Typ mit dem Metallpylon auf dem Kopf, mit diesen vierbeinigen Kreaturen anstellt, ne? Schlaf wird überbewertet. Ja, du hast halt einen Ender gehabt, ne? Dina und ich nicht. So. Wir müssen ja uns immer Kaffee kochen. Dina kocht sich wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Dina, trinkst du Kaffee? Ich werde jetzt wieder sterben. Ich bin an der Stelle, wo ich keine Medizin habe. Und ich muss hier schießen. Komm, ich schieß den in den S. Lol, was war das für ein Schilder? Geil, Junge. Bam, Junge. Ja, ich wollte eigentlich zuschlagen. Zugeschlagen, Junge. Dieser Stöhner gerade, Junge. Das muss geklippt werden. Das ist ja insane. Kaffee ist auch ekelhaft. Ich trinke keinen Kaffee, Tom. Hatten wir schon. Ja, ich hab's vergessen. Ich bin hier braintechnisch komplett gefangen, weil ich bin One-Tap die ganze Zeit, egal was passiert. Ne? Kaffee ist lecker. Was habt ihr denn alle? Ich kann ohne Kaffee. Ich habe heute 3 oder 4 Tassen Kaffee getrunken. Ich trinke gerade Tee, damit ich runterkomme. Oh, ich habe Medizin. Geil. Ja, ist ja okay. Kann ja nicht jeder Spaß am Leben haben und gerne Kaffee trinken, ne? So. Okay. Okay, ich halte mal die Augen auf, du siehst die Hälfte nicht. Ja, genau. Ich mach dafür beide Augen zu, weißt du? Das ist der Trick. Eine Schwanenfigur? Sieht auch wie ein ganz normaler Schwan aus, wie ich finde. Da ist doch nichts merkwürdig drin. Jeder Schwan, den ich kenne, der sieht genauso aus. So. Zack. Wait.
Ach so. Wieso? Ja, ja, guck. Junge, ich find's immer noch so lustig, das müssen alle Mitarbeiter in diesem Hotel machen, ne? All diese Rätsel und alles drum und dran. Nur damit jetzt der Gast, der hier dieses Zimmer gemietet hat, seinen Schlüssel bekommt, um hier in diesen Raum reinzukommen, was wo wahrscheinlich wieder nur die Toilette ist oder so ein Kack. Das Schlafzimmer. Der sagt dann auch so, ja, Entschuldigung, ich habe so ein kleines Loch im Schlafzimmer. Da ist meine Frau durchgefallen, die ist in den Boden geschimmelt. Können Sie mir bitte sagen, was die Kacke soll? Okay, ich habe mich umgesehen. Wir gehen runter. Es sind halt zwei Hits, die wir aushalten, ne? Keine Medizin. Gerade ein bisschen was machen, sonst sehe ich den Chat schlecht. Boah, Alter, was für eine Flashbang war das gerade? Tschüss. So. Zick. Jetzt sehe ich alles wieder. Jetzt bist du in den Heist rein? Ja, komm, komm. Gehe ich doch mit. Du kannst nur die Erfahrung setzen, die du hast. Du musst erst deine Erfahrung checken. Wenn du 63 Erfahrung hast, kannst du nicht mehr setzen, ne? Points. Ne, du musst EAF eingeben. No, das geht aber auch. Das sieht mir irgendwie wieder nach einem Rätsel aus. Hier so ein paar Punkte. Sagt mir gar nichts jetzt, ne? Warum er das hier so für so wow empfand. Dina, du bist ja ansprechbar. Okay. Konzentration. Ja, Medizin. Trinken wieder. Potions. Jetzt bin ich einmal wenigstens full life. Können wir speichern? Please. Oh, das sieht gut aus, Vater. Wissen wir doch. Nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück, auf das Gegenteil. Ich gehört, weil ihr so laut seid. Perfekt, ich dachte, du bist so. Ja, yeah, als wenn die Dina direkt erstmal so abkratzt, nur weil sie an einem Abend mal nicht wach geworden ist. Hier sieht's wieder irgendwie normaler aus. Nee, da wird noch nicht geflüstert. Oh, it's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but
There's always another way. Ich dachte gar kurz, der macht so ein Löffelchen really? Jetzt bei der. What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She. Das Lied wiederum ist geil. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. Kein Problem. Ja, if gib's I kept ihm. It, I'm not sure what I might do. Gib's mir. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Oh, mit einem soliden Kopfschuss wäre auch vieles geregelt jetzt. Erklär mal deinen Heist bitte, ja, gleich. Zack, Messer. Angelas Messer. Jawohl. Jetzt rasieren wir auch gegen den Strich. So. Also zum Heist, ich habe das eben mitverfolgt. Es funktioniert so, du musst Ausrufezeichen ERF eingehen. Damit sprichst du meinen Bot an, nicht den Stream Elements Bot. Ne? Dass der überhaupt an ist, wusste ich gar nicht. Werde ich auch ausschalten, weil die Punkte haben gar keine Relevanz für mich. Ich counte ja auch mit dem Stream Elements Bots bei mir auf dem PC die Punkte und die Zeit und alles drum und dran. Also ich krieg da sehr genaue Details halt, im Gegensatz zu Twitch. Twitch können viel zu allgemeine Sachen bereitstellen. Und ja,